Und sie halten die Menschen gefangen, sie halten sie klein. Also das ist wirklich ein großes Problem. Aber wenn du dich nicht mit diesem Müll auseinandergesetzt hast, wenn du nicht diese Schattenarbeit gemacht hast, dann bleibst du gefangen von deinem Schatten, von diesen alten Programmen und Knöpfe, die bei dir gedrückt werden. Ich sehe jetzt hier mit meinen Mitbewohnern hier im Dorf ganz wunderbare Menschen, aber die sind so gefangen. Zuhören, was da drinnen ist. Was unser gesamtes altes Weltbild eigentlich komplett auf den Kopf stellt. Und das große Problem wäre, also die Herausforderung wäre, diese Entwicklungen so zu vermitteln, dass die Zuhörer, die Zuschauer vor allem die Auswirkungen von diesen Erkenntnissen verstehen könnten. Genau. Und die Auswirkungen von diesen Erkenntnissen. Nur, wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehen darf, Guillaume, du hast dieses Quantenfeld mit dem Potenzial eben angesprochen, dass jede Sekunde das Universum sich quasi neu erschafft. Also das geht in sich zusammen und dann erschafft sich neu. Was ja wiederum bedeuten würde für uns im Alltag jetzt, dass wir auch jede Sekunde die Möglichkeit haben, neu zu schöpfen. Und dann fragt man sich, was steht uns dabei im Weg oder was verursacht, dass wir uns aber immer wieder, wie bei dem Film Täglich grüßt das Murmeltier, die gleiche Schöpfung erschaffen oder bestimmte Dinge, die wir nicht wollen, immer so, über so einen langen Zeitrahmen Bestand in unserem Leben haben. Ja, es ist auch so, die Menschen ahnen nicht, wer sie sind. Die ahnen nicht, wie komplex ihr feinstofflicher Körper ist. Also ich arbeite viel mit dem feinstofflichen Körper, kann diese Schichten wahrnehmen. Und was ich sehe, und das ist jetzt eine gelebte Erfahrung mit Hunderten von Menschen, mit sehr vielen Menschen, was ich sehe, ist, dass wenn wir im Mutterleib sind, als Fötus, wir erben die ganzen ungelösten Programme und Probleme von unseren Eltern. Das heißt, da ein riesen Berg an Altlast, wirklich, wird weitergegeben. Wir glauben, Kinder werden also unbehelligt und rein geboren und so weiter. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich kann wahrnehmen, dass dieser kleine Fötus vor der Geburt wird schon geprägt von diesen alten Geschichten und wird mit diesen alten Energien geboren. Es ist, als ob ich einen Baumstamm am Bein gebunden hätte und ich gehe mit diesem Baumstein durch das Leben und ich habe nie etwas anderes gekannt und für mich ist es völlig normal, mich so zu fühlen. Und das, viele Menschen fragen mich, weshalb ist es so schwer zu erwachen? Es ist schwer zu erwachen, weil wir diese Altlast mit uns herumschleppen. Ja, das ist also, es geht sehr tief und es geht darum jetzt, das ist, was ich auch in unseren Workshops mache, wir lösen uns von diesem Altlast. Man hat das Gefühl, um Himmels Willen, es ist ein See und ich versuche diesen See mit einem Eimer zu leeren, aber das ist nicht wahr. Man kann sich von diesen Energien befreien, man kann sie liebevoll harmonisieren und auflösen, aber trotzdem, sie sind da, sie sind da. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du sagst, dass die Menschen neu geboren werden, Sekunde für Sekunde, ja. Für Sekunde ist ein völlig neues Potenzial da. Aber trotzdem sind die Menschen gefangen in ihren alten Energien. Vor allem alte Gedankenmuster. Also hier am Hinterkopf kann ich die Konzepte und Glaubenssätze von den Menschen wahrnehmen. Die sind kristalline Strukturen im Nackenbereich, die diese Bereiche hier zudecken und sie haben die Menschen gefangen. Sie verstehen nicht, dass alle diese ganzen Glaubenssätze sind alle Fremdgut. Das haben die nicht von sich, die haben das irgendwo aufgeschnappt. Vor allem in der Kindheit. Was geschieht in der Kindheit ist, dass in den ersten 6 Jahren das Kind ist ausgeliefert. Das Kind ist ohne Schutz.
Das Kind ist wie ein Schwamm und wenn etwas gesagt wird, dann schießt es in die Psyche von diesem Kind und bleibt hängen. Zum Beispiel, du bist ein 5-jähriges Mädchen und dein Vater ist mit dir wütend und sagt, Mädchen, du bist faul, du wirst nie was werden. Weißt du? Du kannst nicht im Alter von 5 rationalisieren und sagen, ist das wirklich wahr? Trifft das überhaupt zu? Das stimmt nicht, ich bin nicht faul, was erzählt ihr denn da? Nein, ein Kind im Alter von 5, die linke Gehirnhälfte, die Fähigkeit, logisch und analytisch zu denken, wird erst im Alter von ungefähr 7 aktiviert. Vorher ist das Kind hauptsächlich in der rechten Gehirnhälfte, in der Alpha-Phase. Und wenn etwas gesagt wird, das schießt einfach rein und es bleibt hängen. Ich bin faul, ich werde nie was werden. Okay, und dann sind Schuldgefühle da und das prägt die Menschen. Ich kann das spüren, ich kann das wirklich spüren. Ich kann spüren, wie die Menschen gefangen sind von diesen alten Konzepten und wie sie nicht verstehen, dass diese Glaubenssätze ein Gedankensgefängnis sind. Das heißt, man hat auf einer Ebene der eine emotionale Atlas, die ganzen Verletzungen und nach ihnen gerichtete Wut, Trauer und die ganzen Sachen, die ich da spüre bei den Menschen. Und gleichzeitig dann diese mentalen Konstrukte und sie halten die Menschen gefangen, sie halten sie klein. Also das ist wirklich ein großes Problem. Und die Arbeit ist, die wahre spirituelle Arbeit ist, in die Tiefe zu gehen. Nicht sofort in die Höhe. Die ganzen Menschen wollen in die Höhe gehen. Das geht nicht. Du musst zuerst in die Tiefe gehen. Du musst diese Probleme adressieren. Und diese Sachen, die dich gefangen halten, auflösen, anschauen, annehmen. Es geht schnell, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn das gemacht wurde, dann kannst du in einem hohen, stabilen Bewusstsein sein. Aber wenn du dich nicht mit diesem Müll auseinandergesetzt hast, wenn du nicht diese Schattenarbeit gemacht hast, dann bleibst du gefangen von deinem Schatten, von diesen alten Programmen und Knöpfe, die bei dir gedrückt werden, von deinen Glaubenssätzen. Und ich sehe es hier mit meinen Mitbewohnern hier im Dorf, ganz wunderbare Menschen, aber die sind so gefangen. Ja. Ich habe da sofort ein Bild im Kopf wie so ein Ballon, der auch erst aufsteigen kann, wenn man den Ballast abwirft. Und dann genau. Geht es von alleine. Also wir müssen uns nicht darum kümmern, dass der Ballon oder dass wir jetzt aufsteigen, sondern wir müssen einfach das loslassen, was nicht zu uns gehört. Genau. Und das sind genau. Eben genauso diese Programmierungen, gerade in den ersten 7 Jahren, wie du schon richtig gesagt hast, das sind wir wie ein Schwamm. Wir nehmen alles einfach komplett auf. So viele Menschen, die mir sagen, ich habe so viele Workshops besucht, ich habe so viele Bücher gelesen, ich meditiere und ich komme nicht weiter. Naja, klar, sie haben ihre Hausaufgabe nicht gemacht, sie haben ihren Ballast nicht abgeworfen, Andi. Ganz genau. Und sie wollen nicht dahin, weil sie denken, es ist nicht gut. Wenn man sagt, also da sehe ich Schmerzen bei dir, ich sehe tiefe Verletzungen in deinem Sakralchakra, ich sehe ein verletztes Herz, ich sehe Verspannungen im Nacken, Wut in den Schultern und ich will das alles nicht hören. Ich verstehe nicht, dass es ist wichtig, das anzuschauen und das liebevoll anzunehmen, weil alles, was wir erleben, ist perfekt. Da ist nichts schiefgelaufen hier. Das ist das große Problem. Die meisten Menschen glauben, hier ist etwas schiefgelaufen. Nein, es ist ein Teil von ihrem Lebensplan. Es ist ein Teil von ihrer Entwicklung, diese Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen sind genauso göttlich und genauso wertvoll wie alles andere. Und wenn man das dann annehmen kann, wenn du dein Herz wirklich öffnen kannst, für dich, so wie du bist, mit deinen Verletzungen, mit deinen ganzen Geschichten, dann geschehen Wunder. Und das ist das Problem. Die meisten Menschen akzeptieren sich selber nicht. Ja? Sie verdrängen diese Dunkelheit, sie verdrängen ihren Ballast, wollen das nicht anschauen. Auch die ganzen Geschichten, die von der Familie kommen, die wissen nicht mal, dass es herkommt. Also ich habe sehr oft Menschen, die Beschwerden haben. Und wenn ich diese Beschwerden anschaue, sehe ich, dass es von der mütterlichen Seite oder von der väterlichen Seite kommt. Das sind alte Geschichten, die weitergegeben wurden und diese Menschen dann belasten. Sie wissen nicht, wo das herkommt. Wir wissen nicht, weshalb sie sich so schwer fühlen, weshalb sie diese Leben von tiefer Verzweiflung führen, wie Christine das vorher gesagt hat. Darwinismus vermittelt ein Bild der Hoffnungslosigkeit. Und für viele Menschen ist es so. Sie führen ein Leben der stillen Verzweiflung. Mistakes seem to come like a flood until my days they were done. But I don't wanna feel like wishful.
overthinking, pick myself up. Wir sind im goldenen Zeitalter. Und im goldenen Zeitalter gibt's veganen Tiramisu. Sieht man nicht. Ah! Das war clever. Come to lift us up. Bring in this new life. Anni, möchtest du noch in einen Coffeeshop? Nein. Anni, schaut so gut aus. Und jetzt komme ich an die. Uhu.